Hallo liebe Trainerkollegen und Badmintonfreunde, mein Name ist Timo Putz und heute möchte ich euch zeigen, wie man richtig einen Ausfallschritt durchführt. Wie ihr sicher wisst, findet ein Ausfallschritt fast überall auf dem Feld Verwendung. Doch wie führe ich ihn richtig aus, um damit bestmöglich profitieren zu können? Grundsätzlich gilt, Rechtshänder nehmen beim Ausfallschritt den rechten Fuß nach vorne. Linkshänder entsprechend den linken Fuß. Natürlich gibt es auch einige Ausnahmen, wie zum Beispiel in der Einzelabwehr. Hierbei ist es durchaus möglich, dass auch Rechtshänder den linken Fuß nach vorne nehmen, um somit schneller an einen herannahenden Smash gelangen zu können. Kommen wir nun zu einigen Details, die einen guten Ausfallschritt ausmachen. Mit einem Ausfallschritt möchte ich mich immer möglichst schnell in die Feldmitte zurückbewegen. Hierfür ist ein optimaler Abdruckpunkt beim Ausfallschritt Voraussetzung. Um solch einen optimalen Abdruckpunkt zu bekommen, ist es wichtig, den Fuß über die komplette Ferse abzurollen und mit dem ganzen Fuß Bodenkontakt zu halten. Falsch wäre es, wenn sich die Ferse des vorderen Fußes vom Boden lösen würde. Denn dann würde das Gewicht zu sehr auf dem Fußballen und dem Knie lasten, was zu keinem optimalen Abdruckpunkt führen würde. Des Weiteren ist es wichtig, dass die Fußspitze des vorderen Fußes immer in die Richtung zeigt, in die ich laufen möchte. Ansonsten kann es schnell passieren, dass ich bei hohem Tempo umknicke und einen Bänderriss riskiere. Um Knieproblemen vorzubeugen, sollte man darauf achten, dass das vordere Bein nur so weit gebeugt wird, dass das Knie mit der Ferse eine senkrechte Linie bildet. Wenn dies nicht der Fall ist, herrscht eine sehr hohe Belastung im vorderen Knie, was zu Knieproblemen führen kann. Als Leitsatz gilt: Man sollte immer seine Fußspitze sehen können. Alle zuvor genannten Punkte zeigen nur dann optimale Wirkung, wenn der Oberkörper beim Ausfallschritt aufrecht gehalten wird. Verlagere ich mein Gewicht jedoch zu weit nach vorne, habe ich Probleme, mich wieder schnell und effektiv zurück in die Feldmitte zu bewegen. Wie ihr bei diesem Video gesehen habt, wird der hintere Fuß schräg auf dem Boden aufgestellt oder, je nach Tempo, über den Boden hinterhergezogen. Bei diesen Fotos der derzeitigen Top-Athleten ist deutlich zu erkennen, wie der hintere Fuß beim Ausfallschritt lediglich schräg auf dem Boden aufliegt. Damit sind wir am Ende meines Lehrvideos angelangt. Ich hoffe, dass ich euch die Technik des Ausfallschrittes ein wenig näher bringen konnte und ihr ihn richtig umsetzen könnt. Viel Spaß beim Trainieren. Tschüss!